Hallo ihr Lieben, da ist er wieder, euer Uwe. Nicht aus dem Taunus und auch nicht aus der Eifel. Der Uwe sitzt hier gerade wunderschön auf der Terrasse im Masa Chagra Village in Ägypten. Denn, wie ihr ja sicherlich wisst, wenn ihr mich schön verfolgt, habe ich ein Dive Camp organisiert und wir sind also mittendrin. Aber für die, die es interessiert, den möchte ich heute gerne mal das Masa Chagra Village im Detail so ein bisschen zeigen. Also wer Interesse hat, wie es aussieht, der sollte dranbleiben. So ihr Lieben, hier kommt ihr also an. Hier, das ist die Einfahrt vom Masa Chagra Village. Und das Erste, was ihr eigentlich dann betretet, das ist im Grunde genommen hier, das ist die Rezeption. Hier wird also eingecheckt. Hier wird geguckt, ob alles ordentlich ist. Hier wird der Schlüssel übergeben. Hier wird nachher abgerechnet. Also das hier ist so der wichtigste Platz. Und hier geht es im Grunde genommen los. Und wenn ihr eigentlich euren Schlüssel habt, dann geht es weiter zu eurem Chalet oder eurem Zelt. Und da nehme ich euch jetzt mal mit. Da gehen wir jetzt mal hin. So. Sind wir den ganzen Weg gelaufen, den habt ihr so ein bisschen mitgemacht. Das ist unser Chalet und ich nehme euch jetzt einfach mal mit rein, damit ihr auch mal seht, wie das aussieht. Das hier ist ein Deluxe-Chalet, hat ein eigenes Bad. Also das ist der einzige Vorteil gegenüber dem normalen Chalet. Kommt einfach mal mit. So. Da sind wir in unserem Deluxe-Chalet und Eingangstür, wir fangen gleich mit dem Bad an. Ein kurzer Blick auf die Toilette. Jawohl, jetzt sieht man den Moritz auch im Spiegel, wunderschön. Mein Kameramann, Dusche, WC, alles also da, was gebraucht wird. Und ja, hier haben wir unsere Männer-Rumpelkammer, zwei Betten und alles, was das Herz begehrt. Ein Fernseher, den hatten wir noch nie an. Und hier unsere ganzen Klamotten und das ganze Zeug zum Abstellen. Und da draußen ist natürlich hier unsere wunderschöne Terrasse. Bruch, kaputt, nein. Und mit Blick aufs Meer natürlich. Und das ist natürlich schon eine tolle Geschichte. Ja? So, und jetzt geht es mit euch weiter. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen spazieren Richtung Restaurant. Jetzt sind wir auf dem Weg. Was ihr hier vor uns seht, das da, das ist das Restaurant. Aber da werden wir gleich vorbeigehen. Denn wenn wir hier rüber schwenken, seht ihr diese weißen Chalets. Das sind die normalen Chalets. Also ich habe ja vorhin euch das Deluxe-Chalet gezeigt mit dem eigenen Bad. Und das sind die normalen Chalets. Die haben also kein eigenes Badezimmer. Da gibt es ein Gemeinschaftsbad. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen näher rangehen, laufen wir mal durch den großen Torbogen. Durch den Triumphbogen im Grunde genommen. Und dann seht ihr im Hintergrund schon die Zelte. Das heißt also, wer Fan ist vom Zelten, der kann das hier natürlich auch tun. Das sind die billigsten Unterkünfte. Das ist also das normale Zelt und das Deluxe-Zelt. So, hier weht natürlich ein bisschen Wind. Ich denke mir, das wird man auch hören im Mikrofon, aber ist egal. Ich drehe mich jetzt ein bisschen rum. Also hier rechts nochmal den Blick über die normalen Chalets und dann seht ihr hier die Zelte. Die sind unten alle eigentlich am Strand bis ganz hinten hin. Das sind schon einige und da kann man auch dann in den Zelten übernachten. Aber es gibt, wie ich eben schon sagte, Gemeinschaftsduschen und Gemeinschaftstoiletten. Ja, das ist also der einzige Nachteil von dieser Unterbringung im Gegensatz zum Deluxe Chalet. Da habt ihr eigenes Badezimmer. Ja. So, jetzt gehen wir einfach ums Restaurant rum. Das hier ist also das ganze Restaurant, ist geöffnet für Frühstück ab 6 Uhr morgens.
und ist wieder offen, 12 Uhr nachmittags. Jetzt gehen wir mal ein Stück runter. 12 Uhr nachmittags für Mittagessen und ab 18.30 Uhr abends dann für Abendessen. Ich werde heute Abend natürlich auch mal die Kamera mitnehmen und das werde ich dazu schneiden. Da habt ihr auch mal so einen groben Überblick über das Buffet, wie das aussieht heute Abend. Das werde ich also dann nach hier dieser Beschreibung dann noch mal kurz hineinschneiden, damit ihr auch mal seht, was es zu essen gibt. Denn ja, so unterernährt sehen wir nicht gerade aus. Ne? Und ist schön groß, man kann drin sitzen. Innen drin sind also eine Menge Tische, da ist auch das Buffet dann aufgebaut abends. Und hier ist natürlich die schöne Terrasse. Da ist die Außenterrasse, da kann man natürlich auch schön abhängen, sich hinsetzen und aufs Meer schauen. Also das ist natürlich auch, wenn ihr das jetzt hier seht, ist natürlich auch ein Traumausblick. Aber wir haben gerade ein bisschen Ebbe und von daher fehlt im Grunde genommen das Wasser. So, wie ich eben sagte, ich werde euch jetzt hier nach dieser Beschreibung dann nochmal so ein paar Eindrücke geben vom Buffet heute Abend. Und ich werde auch speziell das Kuchenbuffet natürlich aufnehmen. Und da bin ich mal gespannt, ja, was ihr sagt dazu. Also bis jetzt hat mir immer recht gut geschmeckt, das ganze Essen. Ja, jetzt haben wir die Runde gedreht. Jetzt waren wir oben am Restaurant. Und wenn ihr mal da schaut, da ist also im Grunde genommen das Dive Center. Da wird sich angemeldet fürs Tauchen. Da bekommt ihr euer ganzes Blei. Alles, was ihr benötigt, müsst ihr Papiere ausfüllen dort. Dann kriegt ihr eure Kiste und dann geht es los dahin zum Dive Locker. Und das seht ihr jetzt ganz schön groß. Da ist auch ein bisschen was los. Und im Dive Locker habt ihr dann die Möglichkeit, so ein kleines Fach zu belegen und dort eure Sachen zu deponieren und von dort aus wird getaucht. Das kommt einfach mal mit. Hier sind unsere Dive-Locker. Dementsprechend sieht es auch natürlich aus. Klar haben wir uns hier häuslich niedergelassen und hier hat jeder so ein Fach. Da sind die ganzen Sachen drin, die ihr eigentlich hier so direkt vor Ort braucht. Und wenn ihr euch angezogen habt, komplett fertig, dann geht es eigentlich hier kerzengerade raus ins Wasser. Und da, wo die Taucher stehen, das ist im Grunde genommen der Eingang zur Bucht. Wir haben ein rechtes Riff und ein linkes Riff. Und da kann man wunderschön den ganzen Tag, so oft man will,
kann man dann tauchen. Zusätzlich hat man die Möglichkeit, noch mit den Zodiacs rauszufahren, ein bisschen weiter weg, auch Tagestouren zu machen, Halbtagestouren. Also richtig schön, nicht nur relativ schön, sondern richtig schön. Man kann den ganzen Tag was unternehmen. So, wenn wir uns ein bisschen rumdrehen, seht ihr die Tauchtanks dort. Da haben wir natürlich große Tanks, 15 Liter, 12 Liter, 7 Liter, internationale Ventile, DIN-Ventile, Nitrox ist also alles da und ist Platz für wahnsinnig viele Leute. Und wir haben Glück im Moment, also nicht allzu viel los. Wir genießen die Zeit hier in Ruhe. So, hier ist unsere Chill-Ecke. Hier ist so die Ecke, wenn wir Pause haben vom Tauchen, wenn wir fertig sind mit dem Tauchen oder abends nach dem Abendessen, dass wir einfach hier nochmal abhängen und ein bisschen was trinken. Einige trinken Alkohol, die anderen trinken Wasser, die anderen Cola. Aber hier ist einfach so, das zum Rumhängen, kannst du eigentlich sagen. Gell? Zum Ausruhen. Hier sitzt einer unserer Kollegen, der Romuald, der ist auch dabei, komplett die 2 Wochen. Und so wie ihr seht, richtig relaxed und entspannt, hängen wir hier ab, gell? Richtig tiefenentspannt und denken über unseren Tauchgang nach, den wir morgen früh machen. Exakt. Und das wird bestimmt wieder richtig schön, wenn das Wasser zurückkommt, nur mal nebenbei. Ja, das ist ja ein Scheiß, du, Wasser ist weggelaufen, so ein Mist, aber auch verdammt nochmal. So, und jetzt haben wir euch soweit alles gezeigt, denke mir, dass wir alles so gecovert haben. Wir haben den Eingang, wir haben die Rezeption, wir haben unser Zimmer euch mal gezeigt, wir haben dann das Restaurant von außen mal gezeigt. Es ist natürlich erst 12 Uhr mittags geöffnet, es ist 18.30 Uhr geöffnet, aber so die Außenterrasse habt ihr gesehen und so die ganze Chill-Area. Und jetzt schwenken wir nochmal die Kamera, oben ist die Cafeteria, da kann man sich immer einen Kaffee holen. Also ganz wunderbar hier wirklich zum Abhängen. Und ja, was soll ich sagen? Also wenn euch das so gefallen hat, ich denke mir, der Uwe wird das so im Oktober, November wieder anbieten und dann geht's los zum neuen Dive Camp Ende 2022 und vielleicht seid ihr ja dabei. Würde mich freuen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Uwe.